Hossa! Das hier, was hier liegt, das ist eine Toba-Dose im Wald, ne? Also ein Geocache-Versteck. Das finde ich cool. Ist das erste Mal, dass ich jetzt so ein Ding mal selbstständig aufgespürt habe. Wie wir sehen, haben wir ein altes GPS-Gerät. Also derjenige, der sich mit auskennt, wird wahrscheinlich erkennen, dass das ein eher älteres Modell ist. Jedenfalls, ja, schön. Eigentlich wollte ich hierher, weil das hier ist der Rest einer alten römischen Villae Rusticae, Rustica, also Villa Rustica in Deutsch ausgesprochen. Ja, die wollte ich mir schon lange mal endlich angucken. Ich habe auch eine alte normale Papierkarte, die werde ich euch auch gerade noch mal einmal schnell zeigen. Das hier, das sind die Ochsenmatten. Und hier gibt es einen Parkplatz und da haben wir geparkt. Hier ist der alte Ruine Ochsenstall, hier dieses Ding, das findet man auch noch so ganz gut. Und von da haben wir uns jetzt hierher navigiert Richtung, Sekunde, muss lesen, Tannenweg, Ruine Klösterle, hier, Ruine Klösterle. Ja, und genau da sind wir jetzt, bei eben besagter Ruine Klösterle. Und ich dachte, ich müsse das Ganze jetzt hier mit meiner alten prähistorischen Karte, die ich bei den Unterlagen von meinem Vater gefunden habe, suchen. Aber das hat sich dann erübrigt gehabt, weil es gibt ja moderne Hilfsmittel, ne? Ein Traditional Cache. Interessant. Und diese Dinger hier, das sind wohl Collectibles, ja? Nein, das sind so Tauschdinger. Tauschdinger. Wie hast du gesagt? Du hast gesagt, die haben irgendeinen Namen. Nein. Ich habe von den Trackables gesprochen. Trackables? Trackables sind Sachen, die also mit den Plättchen, die einen Code haben. Mhm. Das ist auch auf der Geocaching-Plattform hinterlegt. Mhm. Denen kannst du irgendwie eine Reise geben, zum Beispiel der Reine soll immer nach Norden und dann wieder zum Südpol und dann zurück zu dir, mhm, oder so. Okay. Also die kannst du irgendwie auf eine Reise schicken oder mit zwei gleichzeitig starten und ein Wettrennen veranstalten oder was auch immer einem da einfällt. Also das sind so kleine Tauschobjekte, diese Dinger da, ja? Ja. Also wenn ich jetzt irgendeinen Quatsch dabei habe, dann kann ich da irgendeinen Quatsch reinlegen und stattdessen da dieses großartige, das Ding da mitnehmen. Ding da mitnehmen. Ich denke über den Smiley-Dingerich nach, der vergammelt nämlich sonst langsam hier. Was könnte ich denn da lassen? Einen Flyer zum The Bavarian State Forest Enterprise. Nein? Es sollte etwa gleichwertig sein. Aber hey, der ist hochwertig. Noch, bis er ganz vergammelt ist da drin. Na gut, dein GPS? Ich könnte dich da... Nein? Gut. Dann lasse ich Schatz hier mal hocken und werde mich dem Klösterle zuwenden. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Historische Orte im Wald. Ich habe es ja schon verraten, es handelt sich hier um römischen Bauernhof. Wir befinden uns ja nicht weit weg von Baden-Baden. Und wie ich jetzt bei der Recherche dann irgendwann feststellen konnte, da hat man noch einige Fortschritte gemacht bei der Erörterung dessen, wieso denn das jetzt hier jetzt ist, was hier jetzt ist und so weiter und so fort. Aber wie ich beim Recherchieren feststellen konnte, es handelt sich bei all diesen interessanten Ruinen, die auch in meiner alten Wanderkarte bzw. topografischen Karte eingezeichnet sind, eben alles um römische Bauernhöfe. Die haben so teilweise so interessante Namen wie der Schafstall, das Klösterle, das was auch immer Brünnele, kriege ich gerade nicht mehr. Wetterbrünnele. Das Wetterbrünnele. Und war da noch eins? Bitte? Die alte Schmiede. Die alte Schmiede, genau. Also nichts davon ist dasjenige gewesen, was der Name vermuten lässt. Und gerade beim alten Klösterle hatte ich im Internet auch, also beim Klösterle, ne, das wo wir hier jetzt stehen, hatte ich im Internet auch Hinweise gefunden, dass es sich angeblich um eine Einsiedelei handeln soll. Jedenfalls diese römischen Hinterlassenschaften hier. Man vermutete auch mal eine Zeit lang, sie hätten irgendwas mit der Wüstung, die es hier ebenfalls ganz in der Nähe gibt, zu tun. Die nennt sich ich kann mir einfach keine Namen merken. Ich schreibe es euch unten hin. Jedenfalls diese Hinterlassenschaften hier, diese Mauerreste, die sind das Heiligtum von Nordhausen.
Nothausen, genau, Nothausen. Danke, Schatz. Ja, jedenfalls, diese Mauerreste hier haben mit Nothausen selber nichts zu tun. Dachte man mal eine Zeit lang, ist aber nicht so. Und ich war hier schon mal vor etwa 20 Jahren. Das Wiederfinden hat natürlich erleichtert, der technische Fortschritt, dass es jetzt hier eben ein Geocache gibt. Vor 20 Jahren gab es den noch nicht. Da gab es nämlich noch überhaupt kein Geocaching, meines Wissens. Oder vielleicht doch, nein, kann es mir nicht, doch. Vielleicht ist es auch länger als 20 Jahre her. Ich kann es nicht genau sagen. Könnte auch 22 Jahre her sein, aber so alt bin ich dann und auch noch nicht, dass es noch länger her ist. Das ist ein interessantes Gebäude. Ist auch vergleichsweise groß. Ich stelle mich mal hinten in der Ecke auf die Mauer. Hier haben wir eine Ecke, die könnt ihr wohlwollend betrachten, besagte Ecke. Und hier stelle ich mich jetzt mal hin und folgendes. Grundriss ist einmal hier rüber, da hinten ist dann wieder die Grenze. Dann gab es hier offensichtlich einen separaten Raum. Auch da wieder ein Mauerrest und wieder hier hin. Ja, also das muss was Separates gewesen sein. Da hinten ist ein bisschen übererdet. Beziehungsweise es gab hier offensichtlich auch einen Wall drumherum. Inwiefern das auch mit Mauer ausgestattet ist, das wage ich zu bezweifeln. Aber auch solche Strukturen hier, das da, ne, dieses Gräbelchen, da hinten geht's rum. Dann gucken wir hier nochmal. Da drüben auch wieder so ein Gräbelchen. Das ist auch alles nicht natürlich. Das kann ich mir auch nur erklären, dass das in irgendeiner Form mit dem Bauwerk hier zusammenhängt. Da lang, da lang. Da lang und da drüben verläuft auch wieder die Mauer. Also hochinteressant, und da raschelt die Maus. Hallo Maus. Hochinteressant, schön mal wieder hier zu sein. Das Spannende ist ja, dass man von aufgelassenen Dörfern aus dem Mittelalter, beziehungsweise die im Mittelalter gegründet wurden und dann irgendwann im oft 18. Jahrhundert, oft 19. Jahrhundert, erst aufgelassen worden. Also so Wüstungen, die vergleichsweise lange Bestand hatten. Es gibt auch viele, die zur großen Säkularisation 1802 aufgelassen worden sind. Es gibt auch einige, die es gar nicht so weit geschafft haben und wirklich im Mittelalter schon verlassen gewesen sind. Im Gegensatz zu all diesen mittelalterlichen Wüstungen haben die Römer mit ihrer römischen Baukunst Dinge gebaut, die von Dauer sind. Ja? Römische Hinterlassenschaften findet man noch. Wir wissen, dass diese Gehöfte hier, diese ganzen Villa Rusticas, also römische Bauernhöfe, in irgendeiner Form thematisch zu Baden-Baden gehört haben, auch genannt Aquae. Das war keine richtige Stadt, das war mehr einfach eine Stelle mit heißen Thermen, also mit heißem Wasser, wo man dann eben entsprechend thermieren konnte und baden konnte, was die Römer ja mit einer großen Leidenschaft eben entsprechend getan haben. Und ja, ist schon toll. Und zur Versorgung eben von Baden-Baden muss es hier in der Gegend, also wir wissen von 4 eben solchen Bauernhöfen, die es hier gegeben hat. Und die waren halt etwas außerhalb gelegen, um nicht zu stören und noch nah genug dran an Baden-Baden, um einen einigermaßen brauchbaren Güterverkehr eben zu gewährleisten. Grundsätzlich so ein römischer Bauernhof hatte ein großes Hauptgebäude, das sehen wir hier. Haben wir jetzt ein paar Mal angeguckt. Hatte nicht zwingend noch ein solches Nebengebäude, wie wir es hier sehen, aber hier gab es das offensichtlich. Und es soll zumindest laut Karte im umgebenden Bereich von jetzt diesem eigentlichen Gebäude auch noch mal eine zusätzliche Mauer gegeben haben. Und die gehe ich jetzt noch mal schnell suchen. Doch noch ein paar Ergänzungen. Folgendes, die kleinen Mini-Bauernhöfe, die bei uns in der Landschaft gestanden sind, werden keine solchen Prunkanlagen wie dieses Ding hier gewesen sein. Man kann auch gerade eben bei uns im rechtsrheinischen Raum teilweise nur noch schwer rekonstruieren, wie exakt eine typische Villa Rustica ausgesehen haben mag. Was aber auch noch vor allen Dingen wichtig zu erwähnen ist, die landwirtschaftliche Produktionsleistung eines solchen Bauernhofes war sehr gering. Nehmen wir mal an, es hätte sich um eine große Anlage
Anlage gehandelt und die, die ich hier angucke, ist eine der größeren in der Umgebung, zumindest von denen, die erhalten sind, aber war längst nicht so groß wie die, die häufig beschrieben werden. Und bei einer solchen beschriebenen großen Anlage mit etwa 50 Personen, die dort gearbeitet und gelebt haben, die waren lediglich in der Lage, einen Überschuss für 20 weitere Stadtbewohner zu erzeugen. Also man muss, um eine große, vergleichsweise große römische Siedlung, Stadt oder Fort, militärische Ansiedlung, was auch immer, zu versorgen, muss man in der Umgebung wirklich massenhaft Bauernhöfe gehabt haben, was auch erklärt, weshalb eben hier Bauernhöfe zur Versorgung von Baden-Baden bereits sehr weit weg sind von der Stadt, die nicht besonders groß gewesen sein dürfte zur römischen Zeit. Und das überrascht einen erstmal, aber es macht Sinn, wegen eben der geringen Produktionskapazität der Landwirtschaft, was meiner Meinung nach auch der Hauptgrund ist, weshalb es eben im Mittelalter trotz miserabler Bautechnik, verglichen mit dem, was die Römer zu leisten imstande waren, trotzdem zu einer enormen Bevölkerungswachstumsschub gekommen ist, weil die im Mittelalter zumindest eine Sache besser gemacht haben als die Römer, und das ist die Landwirtschaft. Ja, hier sehen wir so ein paar Steinchen in so einem Erdhaufen. Und wenn wir jetzt hier noch ein bisschen runtergehen und uns hier mal bücken, dann stellen wir fest, nein, das ist Holz. Aber da diese Steine, die sind behauen. Das sind also ganz klar nicht natürlich hier im Wald vorkommende Steine. Da drüben liegt auch noch mal einer. Und diese Wallstruktur, die sieht sehr ähnlich aus wie das, was wir beim eigentlichen Hof gesehen haben. Geht da drüben noch ein Stückchen entlang, ist nicht mehr ganz so gut erhalten wie der Hof selber, aber bis man hier mal durch den ganzen Wald durch ist, da vorne vielleicht noch mal ein bisschen gut zu erkennen. Ja, man kann erahnen, dieser flache Bereich hier, der so leicht rechteckig aussieht, ne? Also man kann hier so Geländekanten erahnen, da verläuft entlang dieser Vegetationszone, Grenze sozusagen, verläuft so das Gräbelchen. Da vorne verläuft auch so ein bisschen ein Gräbelchen. Man kann es erahnen, dass das Ganze irgendwie umfriedet gewesen sein wird. Hier nochmal in Richtung Hauptgebäude. Das war hier, also das Mäuerchen vom Hauptgebäude. Ich finde es ja wirklich faszinierend, dass das, was die Römer geschaffen haben, derart von Dauer ist. Also nochmal fürs Protokoll, die mittelalterlichen Überreste, beziehungsweise teilweise noch nicht mal 150 Jahre alte Gehöfte, die man aufgelassen hat, haben wir in Oberberghausen gesehen im ersten Teil dieser Serie, die sind vollständig verschwunden. Ja, da ist nichts mehr da, und im Gegensatz zu diesem Ding von den Römern, das aus der Zeit kurz nach Christus stammt, ja, also nicht viel, also maximal 100 Jahre nach Christus, muss das hier eben entsprechend angelegt worden sein, weil man das so ungefähr mit Baden-Baden etwa in Zeiteinheit bringen kann, vermute ich jetzt mal. Na, dann lass es halt 150 nach Christus gewesen sein. Aber dann ist das hier trotzdem unglaublich viel älter als Mittelalter, beziehungsweise im Mittelalter gegründete Dörfer. Und trotzdem sieht man hier noch eindeutig eben entsprechend Mauerreste, und trotzdem ist hier eindeutig noch was übrig. Finde ich faszinierend. Zeigt einfach, wie technologisch überlegen die Römer den mittelalterlichen Baumeistern in vielen Dingen doch gewesen sind. In vielen, nicht in allen. Im Mittelalter hatte man eine bessere Landwirtschaft. Die war der römischen überlegen. Das ist aber auch schon so ziemlich... das Einzige, vielleicht noch die Waffentechnik. Das könnte man eventuell auch noch so sagen, weil die mittelalterlichen Stahlwaffen dann doch noch mal ein bisschen durchschlagskräftiger gewesen sind als Bronze. Ne? Hier kann man auch noch mal schön den Verlauf der Mauern sehen. Also hier dieser Graben hinter der Mauer, hier die eigentliche Mauer, hier diese Quermauer zu diesem zusätzlichen Gebäudeteil, der hier eingedeckt ist. Also ich finde das einen sehr faszinierenden Ort. Auch die Größe der Anlage ist beeindruckend, wenn man bedenkt, dass das Teil hier fast 2000 Jahre alt ist. Ne? Also Wahnsinn, Wahnsinn. Wirklich ein sehr spannender historischer Ort im Wald. Und ja, auch ohne GPS-Hilfe und auch ohne die Tatsache, dass hier ein Geocache ist, wäre es zu finden gewesen.
Nichtsdestotrotz befinden wir uns hier wirklich abseits vom Schuss und abseits von allem. Ist also durchaus nicht ganz einfach, hier per Zufall hinzugelangen. Also man muss entweder so eine alte Karte haben, wo das noch eingezeichnet ist, oder eben wirklich als Geocacher entsprechend unterwegs sein. Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich jetzt gegen irgendwelche Geocaching-Regeln verstoßen habe oder sonstiges falsch gemacht habe, was das angeht. Das ist mein erster Geocache, den ich mal aufgesucht habe. Ich habe nur mal durch Zufall rausgefunden, dass es hier auch einen Geocache gibt. War schon seit längerer Zeit auf der Suche nach eben dieser Anlage und habe gedacht, heute kann ich es ja mal wieder versuchen. Und jetzt ergab sich halt durch Zufall, dass Freundin erstens eine erfahrene Geocacherin ist und zweitens eben ein entsprechendes GPS-Gerät hat. Und daher, ja... Ist das jetzt so richtig? Alles gut. Okay. Ja, mehr habe ich jetzt hierzu nicht zu sagen. Es ist ein Teil von einem Mystery Cache, heißt das so? Das heißt, man muss wohl mehrere verschiedene Caches anlaufen, mehrere, in diesem Fall all diese römischen Bauernhöfe quasi aufsuchen, die Überreste davon, und kriegt dann da, wenn man den jeweiligen Cache findet, Buchstaben oder Koordinaten? Buchstaben. Zahlen. Zahlen zu Buchstaben. Okay. Jedenfalls kann man damit dann irgendwie die Location von Nothausen herausfinden. Was spannend ist, weil Nothausen wird zwar beschrieben, wo das liegen soll, dazu habe ich auch eine Publikation gefunden, aber was es nicht gibt, ist ein Karteneintrag, wo genau Nothausen liegt. Und in Anbetracht dessen, dass die hier vorhandenen Geocaches auch mit jede Menge historischen Hintergrundinformationen ausgestattet sind, gehe ich schwer davon aus, dass derjenige, der die Caches hier angelegt hat, sich da sehr, sehr gut auskennt und daher auch weiß, wo genau Nothausen gelegen haben muss. Und was man eben als Belohnung bekommt, wenn man die 4 oder 5 Caches hier aufsucht, die an diesen jeweiligen römischen Bauernhöfen zu finden sind, ist die Location von Nothausen. Und ich muss zugeben, ich habe ja bisher mit Geocaching nichts am Hut, aber das ist schon arg faszinierend, gerade für jemanden, der sich für historisches Zeug interessiert. Die genaue Position von Nothausen auf diesem Wege dann mal rausfinden zu können. Ja, ich habe auch eine Wegbeschreibung, aber naja, da es jetzt diese Geocache-Option gibt, werde ich die auch weiter nachverfolgen und im Rahmen dieser historischen Ortereihe kommen wir dann hoffentlich auch irgendwann noch nach Nothausen. Das ist ein sehr faszinierender Ort. Übrigens wichtig, was man nicht darf, wenn man sowas findet, so eine alte Anlage ist irgendwie rumgraben. Da steht natürlich selbstverständlich alles unter Denkmalschutz. Und man sollte auch keine Tonscherben oder Ähnliches einsammeln, weil da ist wieder der Fundzusammenhang außerordentlich wichtig. Und wenn man jetzt als Laie so ein Zeug einsammelt, ohne damit jetzt irgendeinen professionellen Archäologen, von einem professionellen Archäologen dafür beauftragt worden zu sein, dazu beauftragt, meine Fresse, ist das ein schwerer Satz. dann zerstört man eben wieder den Fundzusammenhang und nimmt hier irgendwelche Dinge weg, die hier eigentlich besser liegen bleiben sollten. Denn wichtiger Grundsatz für solche Stätten im Wald ist, dass die so lange nicht gegraben und aufgebuddelt und untersucht werden sollen, wie es irgendwie möglich ist. Was man höchstens machen würde, wäre eine Notfallgrabung, wenn beispielsweise beschlossen wird, hier muss ein Flughafen hin, ja? Hier mitten in den Wald, angenommen. Das wird nicht passieren, hoffe ich. Naja, sag niemals nie. Aber jedenfalls, solange das noch nicht passiert, wird hier auch nicht gegraben. Würde dann doch beschlossen werden, hier muss jetzt unbedingt ein Flughafen hin, müssten dann die Archäologen aus sonst wo anrücken und hier noch alles ausbuddeln und alles eben entsprechend retten, rekonstruieren und zur Kenntnis nehmen, was es hier noch an historischer Substanz von damals eben entsprechend gibt. So als damit das Wissen nicht verloren geht. Aber solange diese Maßnahme nicht notwendig ist, lässt man solche Stätten, wie sie sind, in ihrem originalgetrauen Zustand. So in diesem Zustand haben sie fast 2000 Jahre überdauert und werden wahrscheinlich noch deutlich länger eben entsprechend halten. Und man möchte hier gar nicht rumbuddeln, wenn es eben nicht notwendig ist. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen und verstehe ich auch voll und ganz und werde daher mein Möglichstes tun, hier ebenfalls nicht irgendwie rumzubuddeln und entlanglaufen auf der römischen Umfassung. Diese Anlage ist für meinen Geschmack gerade noch so zulässig und das habe ich jetzt auch gemacht und verleiht einem, wenn man historische Orte mag, das ist schon fast nicht mehr historisch, das ist schon so alt, das ist schon, natürlich ist es schon historisch, ist eine Definitionsfrage. Jedenfalls, das ist schon ein überaus spaßiges Plätzchen hier, doch.
ja, ihr könnt euch auch ein GPS zulegen. Es gibt auch eine Handy-App. Das ist also für jedermann kostenlos möglich, der ein modernes Handy besitzt, einigermaßen hierher zu finden. Vielleicht mal nachmachen, wenn ihr Lust habt. Ich hoffe, ich habe es nicht zu viel verraten, aber bin ja Anfänger und es wird mir hoffentlich von der Geocaching-Community verziehen. Werde mich im Übrigen also jetzt wirklich intensiv mit dem Thema Geocaching mal auseinandersetzen und dann mal schauen und mir einen Account anlegen, meint mein Chefin, oder wir legen uns gemeinsam einen an oder was auch immer. Dankeschön fürs Mitkommen, Zuschauen und was auch immer und macht's gut und bis zum nächsten Mal an dem nächsten historischen Ort, den ich so finden kann.